eine Leistung, unterscheidet uns, sorgt aber nicht dafür, dass wir unterschiedlich wert sind. Wenn man sagt, jemand hat eine Würde, bedeutet das, dass man diesen Menschen respektiert, Respekt zum Ausdruck bringt. Eine Unrechtserfahrung, wo jemand einen Wert definiert hat und gesagt hat, du bist weniger wert. Das ist ja historisch gesehen immer so der Motor gewesen, um an Menschenrechten weiterzuarbeiten. Menschenwürde ist etwas, was wir selbst uns zugestehen und anerkennen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht das delegieren an jemand anders. Was heißt das für uns im Angesicht dieser multiplen Krisen, Krieg, Umweltkatastrophe, die Gefahr existenzieller Nöte, in Würde zusammenzuleben?